lässt sich leben, Kyle. Wir kommen jeden Abend für Dennis Schinkenspezialitäten her. Ja, jeden Abend. Sieh dir die Karte an. Schinkenpfannkuchen, Schinkenhackbraten. Hier, es gibt sogar einen Schinken-Eisbecher. Wow. Wir machen daraus eine offizielle Sportart, Kyle. Wir engagieren Slash. Er soll in der Halbzeit spielen. Und EA Sports hat uns $100,000 für die Videospielrechte angeboten. I like that boom, boom, pow. Them chicken jack in my style. They try to copy my swagger. I'm on that next shit now. Wir haben einen konstanten Zuwachs an Spielern, der nie endet. Und das Beste daran, es ist für einen guten Zweck, also steuerfrei. Dein Büro ist gleich hier, Kyle. Alle vorbeigehenden Menschen in South Park sehen zu dir rauf. Und die Crackbabys haben sogar was davon. Fast wie eine Wohltätigkeit. Nur, dass wir nebenbei was verdienen. Irgendwer muss den ganzen Schinken essen. Warum nicht wir? Willkommen in der Firma. Mach schon, Token. Los, fangen. Hey, Stan. Alter, ich hab hier was für dich. Die $20, die du mir geliehen hast. Plus $30 Zinsen. Wow, im Ernst? Ich habe einen Job, Stan. Ich verdiene haufenweise Kohle, indem ich richtig geiles Zeug mache. Und was machst du? Crack, Baby. Basketball. Alter. Nein, nein, hört sich schlimmer an, als es ist. Zieh's dir rein. Wir haben die Babys dabei gefilmt, wie sie um einen Crackball kämpfen. Das wird immer populärer. Ich meine, es ist cool, denn wie es in der Werbung heißt, die Crackbabys hatten davor gar nichts. Es ist toll, weil jeder ein Gewinner ist. Siehst du? 2 Millionen Klicks. Wusstest du, dass die bei Dennis Schinkenpfannkuchen haben? Betsy McIntosh? Was wollt ihr? Wir haben ihre Adresse von der Entzugsklinik. Es heißt, sie haben ihren Entzug schon wieder abgebrochen. Oh Gott. Wir müssen uns unterhalten, Ma'am. Diese verfluchten Stimmen in meinem Kopf, lass mich nicht in Ruhe, bis ich es wieder nehme. Man darf also annehmen, dass Sie im 8. Monat schwanger sind und immer noch Kokain konsumieren? Ich will nicht, dass mein Baby drogenabhängig auf die Welt kommt, aber ich kann einfach nicht aufhören. Nun, Ma'am, ich habe interessante Neuigkeiten. Wir wollen, dass Ihr Kind zukünftig für den Crack-Baby-Sportverband spielt. Den was? Wir denken, St. Mary's ist das beste Krankenhaus für Ihr Kind. Wir sind bereit, ihm das komplette Paket anzubieten. Wissen Sie, welches Geschlecht Ihr Baby hat? Oder ist es so deformiert, dass man es nicht sagen kann? Sie sagten, es ist ein Junge. Unterschreiben Sie und er wird im St. Mary's Team spielen. Wie viel wird er verdienen?